Hallo, ich bin Hannes Ellmeier von der EDV und ZD Group. In diesem Video zeige ich Ihnen weitere Neuerungen von Elements Serie 2020, welche eher der Richtung Geometrie zuzuweisen sind. Ich habe einen Schrank in die Zeichnung eingesetzt. Mit einem Doppelklick komme ich nun in die Schrankkonfiguration. Früher war dieser Doppelklick mit Bauteilinfos zuweisen belegt, aber Schrank konfigurieren ist doch häufiger benötigt. Von daher dieser Wechsel im Reiter Front, haben wir nun eine neue Funktion der Griffauswahl. Ich kann also hier einen Griff anklicken auf den Button und habe hier die Vorschau wie gehabt. Habe aber nun die Möglichkeit, beispielsweise einen Suchbegriff einzugeben. Wenn ich 907 eingebe, dann wird eben hier gleich ganz oben alles aufgelistet, welches dem Suchbegriff am nähersten kommt. Somit haben wir also hier eine deutlich effizientere Suche. Wähle hier OK und kann also diesen Griff dann entsprechend auch zuweisen. Für Arbeitsplatten und Deckelobjekte haben wir in der Infopalette den Menübefehl Deckel normal und hier wurde die Deckleiste nachgezogen, also eine Art Wischleiste, die man hier mit 20x20 oder 20x40 entsprechend definieren kann. Diese Leiste wird dann auch in der Reihenschrankfunktion berücksichtigt, um also hier durchlaufende Wischleisten zu positionieren. Bei der Definition von Travierleisten wurden einige weitere Methoden hinzugefügt. Wir haben also hier auch nun die Möglichkeit, vorne liegend, hinten stehend oder umgekehrt oder einfach nur vorne eine Travierleiste oder nur hinten eine Travierleiste oder vorne, hinten stehend. Somit sind eigentlich alle Eventualitäten hier gewährleistet. Man kann hier auch mit einem neuen Segment, welches vielleicht in der Plattendicke entspricht, sich behelfen, um durchlaufende Böden und ein stehendes Travier beispielsweise zu erzeugen. Ich habe hier ein leeres Segment mit 59 mm zugefügt. Und in der Schrankkonfiguration sehen wir eben, dass das entsprechende Segment vorne eine stehende Blende hat. Oben wurde ein durchgehender Boden gezeichnet und somit hat man also hier im Grunde beide Optionen. Der durchgehende Boden wird natürlich erst dann erstellt, wenn der Wert auf 0 ist, ansonsten wird er mit einer entsprechenden festen Breite gezeichnet. Rahmentüren in Elements CAD können nun mit einstellbaren Querfriesen gezeichnet werden. Ich erstelle eine Rahmentüre, mache einen Doppelklick und kann hier in der Frontdefinition einen Wert eintragen. Die Breite der Friese beträgt beispielsweise 50 mm und nun möchte ich lediglich eine horizontale Variante auswählen mit einem Abstand von 250 beispielsweise. Und somit kann man hier ganz frei solche Positionierungen bewerkstelligen. Das Ganze kann natürlich auch mit abgeplatteten Füllungen erstellt werden. Mit einem Wert minus 1 oder minus 2 habe ich die Möglichkeit, unten liegende Segmente zu kopieren. Wenn ich also hier beispielsweise ein neues Segment mit 300 mm mache, hier eine spezielle Definition habe, machen wir mal hier Rollos. Dann möchte ich vielleicht im nächsten Segment das gleiche machen. Dann kann ich hier sagen minus 1 und dann wird genau das gleiche Segment darüber
nochmal erstellt. Wenn ich jetzt ein Segment mit 400 mm habe, wo jetzt nicht befüllt ist, dann kann ich dennoch wieder im nächsten Segment minus 2 eintragen, um das vorletzte Segment wieder hier aufzurufen.